Ja, du bringst so viel gute Laune hier mit ins Studio. Liebe Maren Fromm, du bist Coach, du bist Heilpädagogin und auf der anderen Seite hast du meines Erachtens sehr facettenreiche Themen, die du jetzt zum Beispiel auch zu den Gesundheitswochen bringst. Und trotzdem, bei allem Facettenreichtum habe ich den Eindruck, es geht dir hauptsächlich um das Thema Mensch, der eventuell ein Traumata hat, das man heilen kann. Ist das vielleicht so der kleinstmögliche Nenner deiner Arbeit? Ja, das ist der kleinstmögliche Nenner auf mein Herzblutthema meiner Arbeit. Das da wäre Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragene Traumata. Und darüber die Menschen zu begleiten mit verschiedenen Tools in ihre eigene Heilung von Glaubenssätzen, von nicht kennen der eigenen Werte und von Anschauen seiner eigenen Timeline zu gehen und seines Familiensystems, um in seinen Weg des Herzens zu kommen. Hui, da muss ich jetzt erstmal nochmal alles auf mich wirken lassen. Timeline, Herzensthema, Lebenslinie, Krieg. Ist es wirklich immer nur Krieg oder ist das nicht sogar eine Krise als solche? Also ist Krieg für dich übertragen für viele Krisen, die wir erlebt haben, gerade in Deutschland? Oder ist Krieg dann wirklich, muss es mit Krieg zusammenhängen, dass man in ein Traumata gerät? Nein, das können schon auch Krisen sein. Mhm. Wir haben ja in Deutschland, also jetzt die letzten 100 Jahre sind es 2 Kriege gewesen und ansonsten sind es dann die Wirtschaftskrise, Finanzkrise und eine kleinere Finanzkrise auch nochmal und jetzt die Corona-Krise, die jedoch eigene Traumata und übertragene Traumata der Familien triggern können. Okay. Und neue wahrscheinlich auch entstehen lassen können. Und neue auch entstehen lassen können, ja. Oder mal auch alte manifestieren, also verstärken und damit die Menschen zu irrationalen Verhaltensweisen führen, die sie sich vielleicht selber gar nicht erklären können. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal den anderen Begriff Lebenslinie reinbringe, dann gehe ich jetzt mal davon aus, der Mensch hat so seine Lebenslinie, seinen Lebensweg, dann kommt immer wieder die ein oder andere Krise, die entweder ein altes Traumata triggert oder Neues entsteht lässt oder eins vertieft. Und da bist du jemand, wo dann praktisch sagen kann, hey, stopp, stopp, guck dir das genau an, bevor du deine Lebenslinie weitergehst. Mhm. Und woran erkenne ich jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt vielleicht, nehmen wir mal das Wort Krieg, dass ich ein Traumata habe, das vielleicht 1942, 41 entstanden ist? Woran kann ich das merken? Daran, also die meisten Menschen, die zu mir kommen, merken es daran, dass es innerfamiliäre Konflikte gibt, weil sie sich dann, also wenn sie sich als Erwachsene, also speziell unsere Generation, sich rauslösen will und erfolgreich sein will, ganz viel Leistung bringt, aber nie zum Beispiel das Gefühl hat, durch Familie oder Eltern anerkannt zu sein. Immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung für die Leistung, die ich erbracht habe. Und wo dem so hinterhergelaufen wird. Ja? Mhm. Und wo ich mit meinen Kunden dann dahingehend gucke, was haben deine Eltern erlebt? Und das sind dann diese übertragenen Traumata. Also, dass die Eltern in uns Glaubenssätze installieren, du darfst nicht glücklicher sein als ich, du musst Leistung bringen, du darfst aber auch nicht auffallen oder in die Sichtbarkeit gehen. Wobei das ja oftmals so am Familientisch nicht so direkt gesagt wird. Also das ist jetzt ja nicht die Mama und Papa und sagt, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Manchmal schwingt es doch so subtiler mit, oder? Mhm, ja. Und was wären so subtile Sätze, die wir alle so ein Stück weit vielleicht im Ohr haben und dann plötzlich merken, hey, das ist gar nicht so lange her. Das sind Sätze, die mich heute selber noch bewegen und du sagst auch diesen Begriff Glaubenssatz. Was ist ein Glaubenssatz? Ja, ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, wenn du ganz viel Leistung immer bringst, dich aber nie genug fühlst. Also du machst ganz eine Ausbildung nach der nächsten, weil du denkst, oh, das reicht immer noch nicht und das reicht immer noch nicht und die Menschen müssen sehen, was ich für eine Qualität und was ich für eine Kompetenz habe und ich brauche ein Zertifikat nach dem nächsten.
ich bin nicht genug. Ich bin es nicht wert, mit dem, was ich kann und habe, genug Geld zu verdienen. Okay. Und welcher Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ist wahrscheinlich so ein Glaubenssatz, oder? Mhm, ja. Und was muss passiert sein, damit ich diesen Glaubenssatz für mich durch zig, 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 zig Weiterbildungen erfahre? Also was muss mit mir passiert sein, damit ich diesen Weg gehe? Dass du nicht genug Liebe und Nähe zu Hause zum Beispiel bekommen hast, weil unsere Elterngeneration und Großelterngeneration es gar nicht gelernt haben. Vielleicht selber gar nicht erfahren haben durch eigene Erlebnisse und Kriegserfahrungen oder Nachkriegserfahrungen. Ah, das würde bedeuten, dass praktisch der Mensch selbst heute noch in einen Leistungswahn oder Urkundenwahn oder Weiterbildungswahn getrieben wird, weil er damit sagt, eine Anerkennung zu kriegen, die ihm verwehrt wurde bis dahin. Ja, genau. Okay. Und ist dann Leistung immer gleich die Übersetzung, wenn ich Leistung bringe, dann kriege ich Anerkennung, oder ist es dann nur in Deutschland so? Das, denke ich, gibt es in vielen Ländern so. Ich speziell gehe in meiner Arbeit auf Deutschland ein. Jedoch ist es tatsächlich so, dass diese Traumata, egal in welchem Land der Welt Krieg herrscht, entstehen können. Okay. Und weitergetragen werden können. Aber gerade in Deutschland sagst du, wir sind leistungsfähiger eventuell, weil wir getriggert durch die Kriege, durch die Krisen sind. Und aber auch durch die Armut an menschlicher Begegnung, an den Arm genommen werden von den Eltern dann oder auch. Ja, zum Beispiel. Und da ganz kommt ja viele wieder, Punkte spielen mit rein. Okay, und wenn du denen vielleicht als Erzieherin, du bist ja auch Erzieherin, vielleicht gerade dazu was sagen magst, wie ist die Erziehung in Deutschland? Wie hast du die wahrgenommen? Wie nimmst du die Kinder wahr, mit denen du arbeitest? Wie ist das? Also ich erlebe das heute so, dass es eine große Verunsicherung bei den Eltern gibt, die endlich ihren Weg gehen möchten, ja? Die sich genau aus diesen Traumata ihrer Familien und ihren Systemen lösen möchten und ihren Kindern mehr Nähe und Liebe geben möchten. Was wiederum zu einer Verunsicherung führt, weil sie nicht gelernt haben, wie geht es jetzt. Und dazu werden dann halt auch wieder ganz viele Ratgeber gelesen oder Hilfen auch genommen. Und ich berate meine Familien dahingehend, Druck rauszunehmen. Es gibt in Deutschland so viele Möglichkeiten, seinen Weg zu gehen. Und wenn er mal ein bisschen länger dauert, dann dauert er ein bisschen länger. Okay, jetzt nehmen wir mal an, das ist eine junge Familie, die merken, irgendwas ist nicht in Ordnung. Jetzt kommen die ja nicht auf die Idee zu sagen, ja, ist ja völlig klar, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil wir sind die Übertragung von der Erziehung unserer Eltern, die wiederum von den Eltern davor und die wiederum der Eltern davor, also sind wir irgendwo in irgendeiner Kriegszeit. Mhm. Also wie wird es schlüssig? Wie wird es schlüssig für Menschen, dass sie merken, ich darf loslassen, ich darf was reflektieren, ich darf was aufarbeiten, weil ich merke, an dieser Stelle ist meine Erziehung oder mein Lebensweg oder meine berufliche Karriere blockiert. Mhm. Kommen die mit diesem hohen Bewusstsein zu dir, schon eruieren zu können, an was das liegt? Teilweise. Also wenige, okay. Aber also die ersten kommen, also am Anfang kommen sie meistens damit, mit meinem Kind ist was nicht in Ordnung und du musst es heil machen. So. Also und praktisch nicht krank, sondern was nicht in Ordnung wird, psychologisch gesagt, genau. Ist was nicht in Ordnung. Ja, genau. Okay. Oder es hat Schwierigkeiten in der Schule oder es erfährt Mobbing in der Schule oder ähnliches. Und dann gehe ich über die Elternberatung ins Gespräch mit den Eltern und führe da intensive Gespräche, wie auch Eltern aufgewachsen sind. Und was treibt dich an, dass du dein Kind so siehst und jetzt vielleicht auch nicht so annehmen kannst, wie es ist. Ah, das heißt, man geht praktisch in die eigenen Antreiber der Eltern, um zu schauen, was machen die eigenen Antreiber mit dem Kind und mit der Erziehung aus. Ja, genau. Und gehst dann wahrscheinlich noch weiter zurück, weil du sagst, diese Antreiber sind ein Resultat aus irgendeiner Krise. Das kommt darauf an, wie offen die Eltern dafür sind. Wenn Eltern offen dafür sind, ja klar, können sie gern zu mir ins Coaching kommen. Und ansonsten geht es mir in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen darum, die Kinder zu stärken in ihren Kompetenzen, sie als Wesen zu stärken, sich loszulösen von diesem Leistungsdruck. Okay. Und dieser Leistungsdruck loslösen würde praktisch wieder dein Hauptthema, dieses Lösen von Glaubenssätzen oder dann ein Umprogrammieren von Glaubenssätzen? Nein. Oder sowohl als auch? Beides. Beides, ja.
Und wann wird ein Glaubenssatz zum Glaubenssatz? Also ich muss ja nicht jeden Satz, der mir da so irgendwie in meiner Erziehung mit auf den Weg gegeben wird, als Glaubenssatz abspeichern. Was glaubst du, wann wird ein Satz zum Glaubenssatz? Wenn du ihn dir zu eigen machst, dein Leben lang. Also ich sage, oder es gibt die Aussage, ein Glaubenssatz ist das, was zum Beispiel deine Eltern oder deine dich prägenden Personen über dich gedacht haben und dir immer über dich gesagt haben. Und weil du abhängig gewesen bist von Okay. diesen Menschen, Ja. hast du geglaubt, was sie über dich sagen. Und welche sind so typische Sätze für ein Kind? Nehmen wir mal an, das Kind ist 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, ist praktisch in dieser Abhängigkeit, von der du sprichst. Was sind so typische Sätze, wo du sagst, Vorsicht, wirklich Vorsicht, diese Sätze, die sind veraltet, die sind nicht aufgearbeitet, die kommen vielleicht sogar aus einer Krise vor vielen, vielen Jahrzehnten. Was sind so ganz typische Sätze? Du bist nicht genug, du musst mehr Leistung bringen, du bist dumm, du bist nicht richtig, du musst was ändern, bei Kindern, die vielleicht ein bisschen molliger sind, du bist zu dick oder du bist zu dünn, all sowas. Also du bekommst nur dann eine Umarmung, wenn du lieb warst, Ah, sowas alles. gekoppelt immer an etwas anderes. Ja. Das hieße, die beste prophylaktische Arbeit wäre praktisch eigentlich Elternseminare zu machen, oder? Um Ja. diese neue Form von Abhängigkeiten zu lösen, Historie zu lösen, um in eine, wie wären die guten Sätze? Also wie wären jetzt für dich die guten Sätze zu dem, was es nicht sein soll? Du bist genau richtig, wie du bist. Okay. Ja. Du bist liebenswert. Ich vertraue in dich. So, und das darf aber du hast es jetzt gerade erwähnt, in Form von Elternseminaren stattfinden. Ich biete dazu Workshops an zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragene Traumata, um über dieses Thema überhaupt erstmal aufzuklären, was in uns allen wirkt und was uns ausbremst und sowohl privat wie auch beruflich glücklich und erfolgreich zu sein. Okay. Ja, das gibt mir fast schon die Überleitung, die gute Überleitung zu etwas, was, glaube ich, auch dein Herzensthema ist. Du bietest ein Sommercamp an und dieses Sommercamp, so habe ich es wahrgenommen, ist eine Interpretation von Gesundheit und Heilung auf unterschiedlichste Art und Weise. Geht es nicht ausschließlich um Kriegstraumata und Glaubenssätze und Übertragungen und Familiensysteme, sondern da habe ich so vieles wahrgenommen, was unterschiedliche Zugänge zu Heilung oder Gesundheit bedarf. Kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, was du da alles geplant hast? Ja, genau. Also im Sommer dieses Jahres, vom 4. bis 8.8., habe ich ein Sommercamp für 220 erwachsene Menschen und 20 Kinder und Jugendliche so ab 4 Jahre geplant zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit, Natur, Ahnenheilung, tatsächlich auch Traumata, Kriegstraumata. Es wird Ernährungskurse geben zum Thema Nahrungsmittelintoleranzen. Es wird kraniosakrale Ui. Therapieaufklärung Okay. geben. Alles, also Trance-Tanz wird es geben. Also ganz unterschiedliche Weisen, wie die Menschen, also es heißt ja Sommercamp Wege des Herzens, wie die Menschen einen Zugang zu sich und ihrem Herz finden können, um in ihr Glück und ihre Freude wiederzukommen. Wow, und das ist praktisch das eigene Glück und die eigene Freude, die so unterschiedliche Türen, Fenster, Schlüssel haben können. Du sagst also praktisch nicht, bei dem Sommercamp müssen nur die Art von Menschen kommen, weil die genau dann ihre Heilung erfahren können, sondern du bietest praktisch ein Riesenportfolio an, Ja. wo das eine was sein kann und der andere Weg vielleicht nicht sein kann. Ja, weil ich auch der Meinung bin, dass ja nicht jeder mit jedem kann. Ja, also Okay. die einen sind spirituell aufgeschlossen und sind dann offen für spirituelle Workshops, schamanische Workshops. Andere wiederum brauchen es ein bisschen rationaler, ein bisschen klarer. Da ist so das Human Design vielleicht auch erstmal für Menschen eine Erklärung, weil da gibt es eine Kodierung im Körper, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Okay. Und die wir uns als Maßstab oder als
Ansicht erstmal nehmen kann, mit was bin ich auf die Welt gekommen. Das ist vielleicht ein bisschen im ersten Moment für rational denkende Menschen, oh, ist eine Erklärung für mich, okay, damit bin ich auf die Welt gekommen. Und außerdem kann ja nicht jeder Mensch mit jedem Workshopgeber oder mit jedem Referenten gleich. Ja? Also es muss ja auch eine Chemie stimmen, um einen Zugang zu einem Thema finden zu können. Und wie viele Therapeuten hast du dann da mit dabei? Wie viele machen da mit? Also Hintergrund meiner Frage ist, ich finde es ja sehr spannend, dass du sagst, du kannst ja die größten Koryphäen haben, aber wenn es chemisch, zwischenmenschlich nicht passt, dann ist Koryphäe, Koryphäe, aber passt halt nicht. Das heißt, wie viele unterschiedliche Therapeuten hast du dann im Sommercamp? Also es sind ja nicht nur Therapeuten, es sind ja unterschiedlichste Menschen. Es sind 28 Referenten, die dabei sind und 5 Tage richtig coole Workshops geben. Und jetzt sagtest du vorher, wenn ich das richtig gehört habe, da können sogar Kinder mitkommen? Ja, genau. Also weil damit die Kinder also oder Familien mit Kindern dann auch eine Unterbringungsmöglichkeit haben. Und dort wird es dann auch Aktivitäten für Kinder geben. Okay, und wenn du jetzt vielleicht so abschließend sagst, dort, wo ist dort, wann sind diese 5 Tage, vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen, weil ich glaube, du hast ja wahrscheinlich ganz viele Menschen jetzt neugierig gemacht, sodass die auch so ein Stück weit vielleicht sich schon gedanklich andocken können. Wo ist dort und wann ist das und wann sind die 5 Tage? Also das Sommercamp ist vom 4.8. bis 8.8.2021 in der Oase Weil. Die Oase Weil liegt zwischen Weil im Schönbuch und Waldenbuch, total schön im Wald gelegen. Okay. Mit einem Baumhaushotel, wo auch noch einige Baumhäuser frei sind zu mieten. Außerdem haben wir eine riesen Rasenfläche, wo die Menschen zelten können, mit dem Camper kommen können, wo sie uns auch sagen können, okay, wir wollen dort im Zelt übernachten oder ähnliches. Das müssen sie dann einfach nur vorher anmelden. Und es beginnt an dem Mittwochabend am 4.8. mit einer Einführung durch mich und Trance-Tanz am Abend, gleich als erste Aktion. Und dann sind Mittwoch, Donnerstag, Freitag Workshops von morgens bis abends. Mhm. Am Freitagabend, dem 6., wird Seom ein Konzert geben. Okay. Und am Sonntag wird es eine Abschlussveranstaltung geben, wo also es gibt Haka. Haka ist ein neuseeländischer Tanz im Grunde genommen. Und während der Workshops gibt es einen für Frauen und einen für Männer und an der Abschlussveranstaltung wird es ein Event geben, wo Männer und Frauen sich gegenüberstehen und Haka tanzen. Wow, das ich sehe es dann am Gesicht. Ich glaube, du bist in größter Vorfreude auf dein eigenes Event. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich hat man das klare Programm dann auch auf deiner Homepage. Da gibt es die ganzen Referenten. Die Uhrzeiten, wann was stattfindet, steht dort noch nicht. Also ja, es wird auch noch ein Stück weit. Genau. Und es wird, ja, weil es auch nicht einzeln buchbar ist, sondern also wenn die Menschen zum Camp kommen, können sie sich in Listen eintragen, an was sie teilnehmen wollen. Genau. Also eins, wenn du eins rauspickst, ein Programm, bei dem du selber sagst, es könnte morgen sein, ich möchte gar nicht so lange warten. Oh Gott, nee, kann ich nicht. Also, es gibt so viel Tolles. Okay. Wahrscheinlich bin ich diejenige, die am wenigsten teilnehmen kann als Organisatorin. Und trotzdem freue ich mich so wahnsinnig darauf, weil es so tolle Menschen sind. Also wenn man möchte, kann man sich auch jetzt schon unseren Podcast anhören. Mhm. Also ich habe alle Referenten interviewt und sowohl auf YouTube entweder die Videos anschauen von den Interviews oder den Podcast Sommercamp Wege des Herzens. Oder bei dir bei den Gesundheitswochen sind ja auch einige Referenten dabei. Und vor allem du, wenn du da vielleicht abschließend was sagst, weil vielleicht die Menschen jetzt irgendwie Lust auf deine Arbeit bekommen haben und so eine Neugier entwickelt haben. Was konkret machst du bei den Gesundheitswochen? Ja, bei den Gesundheitswochen biete ich einen Zoom-Call an, direkt zum Sommercamp, um da wirklich nochmal Fragen beantworten zu können. Okay. Und auch gerne Referenten nochmal vorzustellen oder die Themen der Referenten. Und der zweite Teil von mir bei den Gesundheitswochen ist dieses Jahr eine Autorenlesung. Ich bin Mitautorin des Buches Erfolg trotz Krise und habe dafür gerade zum Thema Kriegsenkel, Kriegskinder und übertragene Kriegstraumata, wie sie uns in unserer beruflichen Karriere auch blockieren können, einen Artikel geschrieben.
Den werde ich lesen und gerne im Anschluss noch dazu Fragen beantworten. Okay, schöne Klammer, ja. Weil es genau das Thema ist, über das wir heute gesprochen haben. Genau. Von dem her, Maren, vielen, vielen Dank, dass ich jetzt so ein bisschen mehr einen Einblick habe in eine Welt, wo ich, glaube ich, noch ganz viel tatsächlich lesen möchte, auch in deinem Buch. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf die Gesundheits- und Sportwochen mit dir. Ja, ich mich auch, total. Vielen Dank, Volker. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Maren Fromm. Ich bin Coach und Heilpädagogin aus Weil im Schönbuch mit eigener Praxis und freue mich riesig, bei den Gesundheits- und Sportwochen dabei zu sein. Meine Beiträge werden ein Zoom-Call für das Sommercamp Wege des Herzens sowie eine Autorenlesung für meinen Buchbeitrag des Buches Erfolg trotz Krise sein. In Zukunft freue ich mich, dass 8 Referenten meines Sommercamps ebenso Angebote bei den Gesundheits- und Sportwochen anbieten und ihr die Möglichkeit habt, sie dadurch kennenzulernen.